Hier fährt der neue Touareg. Ein nahezu ungetarnter Erlkönig ist dem Autobildfotografen direkt vor die Linse gefahren. Der vormals so rundliche VW Touareg erhält mit dem Modellwechsel eine kantigere Karosserie, die sich am aktuellen Tiguan orientiert. Auch die Heckansicht des Touareg erinnert an den kleinen Bruder. Obwohl das Oberklasse-SUV in der Länge deutlich zulegt und nur knapp unter der 5-Meter-Marke bleibt, soll er kräftig an Masse verlieren. Ein Leichtgewicht wird er mit immer noch gut 2 Tonnen, aber auch künftig nicht sein. Dank des größeren Radstands wird es wie beim Audi Q7 optional eine dritte Sitzreihe geben. Den Antrieb besorgt ein weiterentwickelter 3 Liter V6 TDI, der dann 270 PS leistet. Dazu gibt es V6 Benziner und natürlich einen Plug-in-Hybriden. Premiere auf der IAA im September.